Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor den Geräten da draußen im Lande, die Sie alle digital zugeschaltet sind, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Ausgabe der Ringvorlesung des Präsidenten in diesem Wintersemester 21/22 zum Rahmenthema Wirtschaft neu denken, die Grenzen von Markt und Wachstum auf dem Weg zu einer gerechteren Wirtschaftsordnung. Wir hatten in der vergangenen Woche Nicola Beer zu Gast und haben heute, ich glaube, das kann man sagen, ohne das Inhaltliche schon zu kennen, das Frau Wissler uns vortragen wird, wir haben heute ein Kontrastprogramm, sicherlich im politischen Spektrum, vor uns. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linken, hier zu Gast haben, die heute sprechen wird zu Alternativen zur Politik der verlorenen Zeit. Ich will eingangs darauf hinweisen, dass wir in diesem ungewöhnlichen Format, in diesem Semester nochmal in sich heute ein ungewöhnliches Format haben, denn Frau Wissler ist nicht in der Aula hier zugegen. Sie ist aus bestimmten Gründen, die niemand überraschen wird in einer Pandemie, gerade digital zugeschaltet. Und wir haben hier also einen Aufbau, wenn Sie das gleich sehen werden, der nochmal etwas anders ist als sonst. Sie werden gleich nämlich nur Herrn Kollegen Haas sehen, live hier in der Aula. Herr Kollege Haas übernimmt jetzt nämlich auch und führt zunächst Frau Wissler ein. Bitte schön, Herr Haas. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen da draußen vor den Geräten. Auch ich freue mich, dass Sie alle wieder zugeschaltet haben und vor allen Dingen auch hier wieder der Hinweis, dass Sie dort, wo Sie zugeschaltet haben, natürlich auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Insofern nutzen Sie die Gelegenheit. Sie werden im Prinzip dann die ein oder andere Frage von Ihnen hoffentlich auch erkennen. Die ist vielleicht nicht immer wortwörtlich übernommen, aber zumindest versucht, so zu bündeln oder thematisch auch rüberzubringen, wie hoffentlich dann Ihre Interessen und Ihre Fragen dann dafür zustande kommen. Der Vortrag selbst wird auch wieder, wie wir das machen, dann in den nächsten Tagen, sobald verfügbar, auf YouTube gestellt, sodass Sie im Prinzip dort auch über die Seite, wo Sie jetzt gerade zuschauen, die Möglichkeit haben, sich das alles nochmal anzuschauen. Und damit im Prinzip dann aber auch direkt zur Vorstellung. Auch ich freue mich sehr, Frau Wissler, dass Sie bei uns sind, virtuell. Und insofern möchte ich Sie zunächst einmal vorstellen. Frau Janine Wissler ist seit dem Februar 2021 Vorsitzende der Partei Die Linke, wurde ja eben schon gesagt. Sie war bis zur Bundestagswahl 2021 Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag und dort Vorsitzende im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Seit September 2021 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags, zudem ist sie Diplompolitologin vom Abschluss her sowie Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bei Verdi. Und mit dieser kleinen Einführung, Frau Wissler, würde ich direkt an Sie übergeben. Und wie man so schön sagt, gehört die virtuelle Bühne dann heute Ihnen. Zunächst mal. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank und möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung zu dieser sehr, sehr spannenden Reihe. Ich hatte mir auch angeschaut, welche Gäste Sie noch hatten. Wirtschaft neu denken, die Grenzen von Markt und Wachstum auf dem Weg zu einer gerechten oder gerechteren Wirtschaftsordnung. Und es ist mir eine große Freude, auch hier in dem Rahmen dieser Ringvorlesung des Präsidenten auch zu sprechen zu dürfen. Ja, wir leben in einer Zeit der Krisen. Wir erleben eine sich zuspitzende Klimakrise. Und gerade der letzte Sommer hat ja nochmal sehr deutlich gezeigt, dass der Klimawandel kein fernes Horrorszenario ist, sondern dass er längst Realität ist. Wir spüren ja jetzt schon die Folgen der Klimaerwärmung. Und das haben wir auch in den europäischen Staaten im Sommer gesehen. Die Waldbrände im Süden, Südosten Europas, aber auch die Dürren und die Überschwemmungen, die Überflutungen, die wir hierzulande und auch in Nachbarländern erlebt haben. Und das zeigt natürlich, der Klimawandel ist längst da. Und das zeigt auch, teurer als Klimaschutz
ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Und daran hatte ich auch diese Überschrift ein bisschen aufgehängt. Also Schluss mit der Politik der verlorenen Zeit. Wir haben nicht mehr ewig Zeit. Diese Bundesregierung ist die letzte Bundesregierung, die noch schaffen kann, die Klimaziele zu erreichen, weil sonst einfach auch physikalische Prozesse in Gang gesetzt werden, die dann unumkehrbar sind. Zur Klimakrise hinzu erleben wir eine soziale und eine Verteilungskrise. Und die ist durch die Corona-Krise weltweit nochmal verschärft worden, weltweit und auch hierzulande. Das heißt, dass der Reichtum einiger weniger massiv zugenommen hat, auch in dieser Pandemie, und andere massive Einkommensverluste hatten, sich Sorgen gemacht haben um ihre Existenz. Also Menschen, die monatelang Kurzarbeitergeld bekommen haben, ihre Jobs verloren haben, vielleicht ihr Geschäft aufgeben mussten. Und gerade Oxfam hat ja noch mal vor einiger Zeit, vor 2 Wochen, 3 Wochen, noch mal sehr beeindruckende Zahlen geliefert, also wie sich sowohl Reichtum global und auch hierzulande gesteigert hat, aber eben auch, was die soziale Spaltung angeht. Und wenn man sich vorstellt, dass wir auf einer Welt leben, wo es ohne Probleme möglich wäre, von dem Überfluss, den es gibt, die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren, und dass heute aber Menschen gibt, die hungern, dann zeigt das ja, dass wir hier einfach ein großes Problem der Verteilung haben. Ja, diese Krisen kommen zusammen. Professor Klaus Dörre spricht immer gerne von der sozial-ökologischen Zangenkrise, weil beide Phänomene auch miteinander zusammenhängen. Und ich will zumindest nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich auch gerade aktuell eine Verschärfung der politischen Konfrontation und auch der militärischen Konfrontation erleben. Also auch das eine Krisenerscheinung. Und infolgedessen sind global so viele Menschen auf der Flucht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir sehen das Elend an den europäischen Außengrenzen, in den Staaten, wo Menschen gezwungen sind zu fliehen. Wir sehen wir erleben, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und ich hatte jetzt im letzten Jahr eine Reise auch gemacht nach Lesbos beim Lager Moria, beziehungsweise in dem Lager Karatepe, das Nachfolgerlager von Moria, und habe dort mir die Situation angeschaut, wo Menschen in Zelten leben, im Winter in Kälte, im Sommer in der Hitze, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Ich habe Kinder getroffen, die in ihrem ganzen Leben noch keinen Spielplatz gesehen haben, weil sie seit klein auf eben in Flüchtlingslagern leben. Und das zeigt natürlich auch die Folgen all dieser Krisenphänomene, die da zusammenkommen. Ja, und tiefe Krisen bedürfen grundsätzlicher Antworten und Analysen. Und deswegen finde ich, muss man auch sagen, dass wir es hier mit kapitalistischen Krisenphänomenen zu tun haben. Und das ist ja auch ein bisschen Thema dieser Reihe. Was sind die Grenzen des Marktes? Was sind die Grenzen des Wettbewerbs? Die Märkte eben nicht den Reichtum, den es auf dieser Welt gibt, gerecht verteilen, sondern dass es immer eine Tendenz gibt zur Konzentration, zur Akkumulation, also zur Anhäufung von Kapital, und dass wir in einer Weltwirtschaftsordnung heute leben, die zutiefst ungerecht ist. Und wenn 8 Menschen auf dieser Welt so viel besitzen wie 3,5 Milliarden Menschen, das heißt also wie die Hälfte der Menschheit zusammen, wenn einige mit Wohnraum spekulieren und hohe Gewinne machen und andere kein Dach über dem Kopf haben, oder wenn Menschen an leicht heilbaren Krankheiten sterben, weil Pharmakonzerne auf Patenten sitzen, und das haben wir ja gerade in der Corona-Pandemie jetzt erlebt, dass wir immer darüber diskutieren, wie können wir die Impfquoten in Deutschland und Europa erhöhen. Aber wenn man eine weltweite, eine globale Pandemie bekämpfen will, dann ist es natürlich auch notwendig, einen globalen Ansatz zu haben und aus Solidarität, aber auch damit eben nicht das Virus in anderen Varianten wieder zurückkommt. Und wenn man sich anschaut, dass wir auf dem afrikanischen Kontinent eine Impfquote so um die 10% haben, dann sieht man eben auch, welche ungerechte Verteilung wir hier haben. Und das, obwohl ja bekanntermaßen die Impfstoffe
die glücklicherweise so schnell entwickelt wurden, ja mit hohen staatlichen Zuschüssen auch entwickelt wurden. Ja, und wir sehen weltweit, dass Konzerne daran verdienen, dass sie natürliche Ressourcen ausbeuten, dass sie CO2 emittieren, dass sie Lebensgrundlagen zerstören. Ja, Lebensgrundlagen von uns allen, aber natürlich besonders spürbar in den Ländern des globalen Südens. Und das sind eben die Menschen, die zuerst und zuvorderst natürlich unter den Folgen des Klimawandels leiden und die aber auch keine Möglichkeit dann eben haben, oftmals dieser Lage auch zu entkommen. Das heißt also, die Probleme, die wir heute sehen, ob das die Klimaerwärmung ist und das, wonach es im Moment aussieht, das Nicht-Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, die ungerechte Verteilung, die immer weiter zunimmt und in der Folge der Fluchtbewegung, die lassen sich aus meiner Sicht nicht lösen, wenn man nicht die zutiefst ungerechten Eigentumsverhältnisse, auf denen ja auch diese Weltwirtschaftsordnung fußt, ohne die zu verändern und auch eben darüber zu reden, was sind denn die Grenzen des Marktes, was sind die Grenzen von Wachstum und warum gehört eigentlich wem wie viel. Und nun ist es ja so, dass die Triebfeder dieses kapitalistischen Systems natürlich die Erzielung von Profits und immer höheren Profits ist. Und da kann man ja nochmal zurückschauen, auch auf Karl Marx und das Kommunistische Manifest. Ich muss ja auch hier den Erwartungen gerecht werden. Ich denke, wenn Sie eine Sozialistin einladen zu dieser Reihe, dann will ich nur diese zwei berühmten Sätze nochmal aus dem Kommunistischen Manifest zitieren. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. So Karl Marx und Friedrich Engels im Jahr 1848. Und man kann ja auch feststellen, und da will ich jetzt ein bisschen den Sprung vielleicht zum Konkreteren machen, dass es nicht nur, ja, nicht nur eine räumliche Jagd ist, dass es nicht nur quer über den Erdball geht, sondern auch quer durch Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und durch Bereiche, die früher öffentlich, staatlich, gemeinwohlorientiert organisiert waren. Und wenn Renditen ausgereizt sind, wenn Märkte aufgeteilt sind, dass das Kapital eben nach neuen Anlagemöglichkeiten sucht und sowohl in anderen Ländern, aber eben auch oft das gefunden wurde in Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, Bereiche, die vorher eben dieser Profitlogik, ja, vorher verschlossen waren. Und das haben wir sehr stark erlebt in den letzten Jahrzehnten, also zum Teil wirklich ein Ausverkauf öffentlicher Daseinsvorsorge, Privatisierung von Krankenhäusern, der Verkauf von Wohnungsbeständen, Privatisierung von Wasser, von Stadtwerken, das heißt also Bereiche, die vorher öffentlich und gemeinwohlorientiert organisiert waren, dann eben auch privatwirtschaftlich umgestellt wurden. Und das haben wir jetzt auch gerade in dieser Corona-Krise natürlich gesehen. Man muss ja immer wieder sagen, man kann in Deutschland mit Pflege richtig viel Geld verdienen, vorausgesetzt man ist keine Pflegekraft. Dann verdient man ziemlich wenig, aber wenn man ein privater Krankenhauskonzern ist oder ein privater Pflegekonzern, dann kann man damit dreistellige Millionengewinne im Jahr verdienen. Und man darf ja auch nie vergessen, dieses Geld ist Geld, was aus einem öffentlichen Gesundheitssystem abgezogen wird. Das heißt also Gelder, die aus dem öffentlich finanzierten Gesundheitssystem abfließen in die Dividenden der Aktionäre und wo Gesundheit zur Ware wird. Wo man natürlich auch sagen muss, das ist begünstigt durch eine Gesetzgebung, begünstigt zum Beispiel durch das System der Fallpauschalen, was dann eben dazu führt, dass es einen enormen Druck gibt, Kosten zu senken und möglichst in Anführungsstrichen lukrative Eingriffe zu machen und vielleicht Bereiche, die sich so nicht so lohnen, dann eben ganz zu schließen, was natürlich auch den Druck, gerade zum Beispiel auch Marburg-Gießen kennt, also gerade auch den Druck auf die Unikliniken, auf die Häuser der Maximalversorgung ja auch erhöht hat. Und das alles hat natürlich Folgen. Es hat Folgen für die Beschäftigten, die unter Druck stehen. Es hat Folgen für die Patientinnen und Patienten. Und deswegen finde ich, ist gerade der Gesundheitsbereich und die Verschlechterungen, die es dort in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab, die Situation, die wir in vielen Krankenhäusern haben und daraus folgend der Pflegenotstand, finde ich, ist gerade
ein Paradebeispiel dafür, wo eben die Grenzen von Wettbewerb und von Markt liegen. Und zu glauben, dass Private es irgendwie besser oder effizienter könnten, da darf man halt nie vergessen, dass eben Private, die müssen Überschüsse produzieren. Also ein staatliches Krankenhaus muss das natürlich nicht. Und deswegen finde ich, so banal es klingt, aber Krankenhäuser sind dazu da, Menschen gesund zu machen. Die müssen keine Gewinne abwerfen. Und ich hatte gerade jetzt auch in der Corona-Krise das Gefühl, dass doch auch bei vielen sich auch, dass doch viele auch sagen, das war ein Fehler. Man muss Gesundheitsversorgung, man muss Krankenhäuser anders organisieren. Wir sehen es aber auch auf den Wohnungsmärkten. Ja, also wo ja unglaublich viel Geld, unglaublich viel Kapital reingegangen ist, auch nachdem die Dotcom-Blase damals Anfang der 2000er geplatzt ist, wo also sehr viele angefangen haben, in Immobilien zu investieren, immer auf der Suche danach, wo man eben gerade gut Geld anlegen kann, wenn die Zinsen in den letzten Jahren immer niedriger geworden sind man große Renditemöglichkeiten gesehen hat. Und da sind ganze Wohnungsbestände verkauft worden, Grund und Boden privatisiert worden und in der Folge die Bodenpreise sind in die Höhe geschossen und mit ihnen eben auch die Mieten. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass Mieter von Deutsche Wohnen oder Vonovia, ja, also rein rechnerisch bezahlten Mieter bei Deutsche Wohnen oder Vonovia 2000 Euro im Monat quasi an die Aktionäre. Das heißt also, die Mieten steigen, ohne dass die Wohnungen größer, besser oder schöner werden, sondern einfach, weil damit sehr viel Geld zu verdienen ist. Und auch die ganze Frage von spekulativem Leerstand, also dass Häuser teilweise über Jahre hinweg leer stehen und in der Zeit ihren Wert verdreifachen, was einfach damit zu tun hat, dass eben die Bodenpreise in der Zeit derartig steigen. Das alles führt dazu, dass einkommensschwache Mieterinnen und Mieter oder auch einfach ganz normal Verdienende zunehmend aus den Innenstädten verdrängt werden. Und ich finde auch, dass gerade eben diese Wohnungskrise, die wir haben, und das kennen wir ja auch gerade aus den Unistädten ganz besonders, aber auch aus vielen anderen Städten und nicht nur aus den Städten, sondern auch aus dem Umland, wo Menschen eben kaum noch eine bezahlbare Wohnung finden. Auch da würde ich klar sagen, nein, der Markt regelt es eben nicht. Und Grund und Boden ist ein nicht irgendein Gut, das ist nicht beliebig vermehrbar. Und da, wo eben eine Luxusimmobilie entsteht, dort können eben einige Sozialwohnungen nicht entstehen. Und deswegen halte ich es für dringend notwendig, dass wir im Bereich, auch gerade im Bereich der Gesundheit, aber auch im Bereich des Wohnens hier scharfe Eingriffe haben in den Markt Instrumente haben, eben wie einen Mietendeckel zum Beispiel. Habe mich aber auch sehr gefreut über das Volksbegehren in Berlin, wo sich ja 57% der Bevölkerung oder die Wahl gegangen sind, 57% dafür ausgesprochen haben, Wohnungskonzerne wie Deutsche Wohnen und Vonovia zu enteignen. Und diese breite Mehrheit zeigt ja auch einfach, wie drängend das Problem ist. Und da glaube ich eben insgesamt, dass die Corona-Krise an vielen Stellen nochmal deutlich gezeigt hat, wo die Probleme sind. Also Corona hat sie nicht geschaffen, aber nochmal deutlicher gemacht. Der Pflegenotstand ist ja nur älter als die Pandemie. Die Pflegekräfte rufen seit Jahren um Hilfe, weil das Gesundheitssystem auf Kante genäht ist. Aber wir sehen natürlich auch, dass sich die fehlenden Investitionen der letzten Jahre, wie stark sich das jetzt rächt. Weil in den letzten Jahren wurde ja immer argumentiert, wir brauchen die Schuldenbremse und die schwarze Null. Und wir müssen möglichst ja eine sehr sparsame Ausgabenpolitik machen, was dann immer erklärt wurde mit der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Ich habe nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern eine marode Infrastruktur, kaputte Schulen, bröselnde Brücken und all das vererben. Und gerade in einer Zeit, in der die Aufgaben so gigantisch sind, ja, wenn wir an sozialökologischen Umbau denken, an die Frage der Digitalisierung, an Fragen der Bildung und in der Zeit, in der die Aufgaben so gigantisch sind und gleichzeitig die Zinsen derartig niedrig, ist es natürlich ein Wahnsinn, daran festhalten zu wollen, dass man die Schuldenbremse einhält und an dieser Ideologie der schwarzen Null. Und dazu vielleicht auch nochmal grundsätzlicher was. Ich glaube generell, dass dieser
Kredit, dieser Diskurs, den es um Kreditaufnahme, um Schulden in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat, total schief ist und total schwierig ist, weil das, ich finde, dass man sehr deutlich in einem Haushalt unterscheiden muss, was sind konsumtive Aufgaben und was sind investive Aufgaben. Also natürlich ist es auf Dauer ein Problem, wenn ein Staat seine laufenden Kosten über Kredite finanziert. Dann gibt es natürlich auf Dauer ein Problem. Deswegen ist der Staat ja in der Verantwortung, seine Steuereinnahmen so zu organisieren, dass er eben davon eine gute Bildung und gute Infrastruktur und Krankenhäuser und all das organisieren kann. Und der Staat kann ja eben seine Einnahmen auch zu einem großen Teil selbst beeinflussen. Anders ist es aber bei investiven Aufgaben. Da ist es vollkommen widersinnig zu sagen, dass keine Kredite aufgenommen werden dürfen, um Investitionen zu tätigen. Also auch die hessische Verfassung zum Beispiel hat ja noch auch vor der Einführung der Schuldenbremse eine Art Schuldenbremse vorgesehen, ja, was ja als goldene Regel auch oft bei Haushältern und Finanzwissenschaftlern bekannt ist, nämlich dass die Neuverschuldung die Summe der Investitionen nicht überschreiten soll oder darf. Das heißt also, wenn ein Staat investieren will und ob das der Hochschulbau ist oder ob das der Bau von bezahlbaren Wohnungen angeht, natürlich muss es dann die Möglichkeit geben und eben gerade in einer solchen Zeit Kredite aufzunehmen, weil sonst natürlich die Schuldenbremse einfach als eine Investitionsbremse wirkt und natürlich auch Privatisierungen begünstigt, weil natürlich private Unternehmen natürlich jederzeit sich verschulden können. Und deswegen schaue ich da auch mit großer Skepsis auf all das, was die Ampel jetzt die neue Bundesregierung jetzt in ihrem Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat, weil es natürlich schon so ist, dass wenn man von Modernisierung spricht und davon spricht, man wolle mehr Fortschritt wagen und ja auch die großen Zukunftsaufgaben zum Teil ja auch ziemlich treffend auch beschrieben sind im Koalitionsvertrag. Wenn man dann gleichzeitig sagt, wir wollen aber an der Schuldenbremse festhalten und Steuererhöhungen sind gleichermaßen auch Teufelszeug, dann ist die Frage, wie soll man das alles finanzieren? Und wird so auch nicht funktionieren, funktioniert ja auch nicht, hat die Ampel ja auch gemerkt, das ist ja Finanzminister Lindner hat ja jetzt schon die ersten Kreditermächtigungen, auf die er jetzt zurückgegriffen hat, weil natürlich für diese wichtigen Aufgaben eben auch ausreichend staatliche Mittel da sein müssen. Also von daher glaube ich, dass wir eine Umkehr brauchen in der Finanzpolitik. Es ist notwendig, eine andere Steuerpolitik zu machen. Das heißt, die wirklich hohen Vermögen in diesem Land stärker zu belasten, die hohen Einkommen stärker zu belasten, um eben dauerhaft auch zum Beispiel die Situation im Gesundheitssystem, den Pflegenotstand zu bekämpfen. Es ist aber eben auch notwendig, diese volkswirtschaftlich völlig unsinnige Schuldenbremse, die zu überwinden, damit man eben gerade in dringende Zukunftsaufgaben investiert. Und der Weg, den die Ampel gehen will, zu sagen, wir wollen private Investitionen entfesseln und wir wollen quasi den Rahmen dafür schaffen, dass Private investieren. Gerade das sehen wir ja, dass das an vielen Stellen nicht funktioniert und an anderen Stellen einfach auch gar nicht in Frage steht, also was weiß ich, im Bereich Hochschulfinanzierung oder Hochschulbau oder im Bereich der Schulen, also dort gibt es keine privaten Investitionen, da gab es mal bei Schulen mal das eine oder andere PPP-Projekt, aber das ist ja auch gescheitert und das wollen wir ja auch überhaupt nicht und wir sehen ja gerade, dass eben hier massive staatliche Investitionen nötig sind. Deshalb, das finde ich wichtig, dass man dass Bereiche der Daseinsvorsorge zurück in die öffentliche Hand überführt werden, dass eben öffentliche Daseinsvorsorge der Gewinnorientierung entzogen wird. Weil das ist einfach schon ein großer Unterschied. Nach was richtet man das aus? Richtet man das aus auf die Erzielung von Gewinnen oder eben auf das Gemeinwohl? Und ich finde auch, dass man darüber reden muss, dass die Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht, die wir haben,
in diesem Land, aber auch weltweit, also in Form von Banken, Konzernen, ganz wichtig auch die großen Digitalkonzerne, die eine wahnsinnige Macht haben, dass diese Zusammenballung ein Problem ist. Und das war ja auch mal in diesem Jahr Land mal eine ganze Weile ziemlicher Konsens, wenn wir uns erinnern nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja schon auch der Gedanke war, dass zu einer Demokratie eben auch gehört, dass man wirtschaftliche Macht begrenzen muss, was sich ja auch im Grundgesetz wiederfindet oder auch sehr stark in der hessischen Verfassung wiederfindet. Also dieser Gedanke, dass eben sowas wie Energieversorgung in die öffentliche Hand gehört, dass Banken, dass es eine starke Bankenaufsicht geben muss. Also dass man diese Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht und damit eben auch strukturell von politischer Macht, dass man die begrenzen muss. Ja, und gerade eben jetzt mit Blick auf die Herausforderungen, die wir jetzt haben, also der sozial-ökologische Umbau, die Verkehrswende, ja, das wird aus meiner Sicht nicht so funktionieren, indem man an diesen Eigentumsverhältnissen, wie wir sie heute haben, die einfach fortbestehen zu lassen. Und oder das gilt auch für die Agrarwende. Ja, solange es Agrarkonzerne gibt, die sehr gut daran verdienen, an einer Art der Landwirtschaft, die eben nicht nachhaltig ist und die natürliche Lebensgrundlagen zerstören und Ressourcen ausbeuten, dann wird das eben dann, und was leider auch noch begünstigt wird oder gefördert wird durch eine absurde Subventionspolitik, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Also ich meine, es hat ja Gründe, dass das Fleisch vom Biohof nebenan teurer ist als Fleisch, was irgendwie so quer durch die Welt transportiert wurde. Das hängt ja an einer völlig absurden Subventionspolitik, ähnlich auch im Energiebereich. Ja? Also Atomkraft wäre ja niemals wettbewerbsfähig gewesen, wenn nicht in Deutschland geschätzt 200 Milliarden Euro an Subventionen da reingeflossen wären. Also damit will ich sagen, dass wir die Macht der großen Konzerne in diesem Bereich, der Agrarkonzerne, der Energiekonzerne, dass man die brechen muss, um eine andere Art des Wirtschaftens auch zu fördern. Das heißt kommunale Stadtwerke, das heißt Energiegenossenschaften. Ja, also ich will gar nicht sagen, es ist immer alles, das auch gerne unterstellt wird, man wolle immer alles nur verstaatlichen. Also ich glaube, es wäre auch notwendig, darüber nachzudenken, welche alternativen Formen von Eigentum kann es denn geben? Wie kann man Wirtschaftsdemokratie entwickeln? Wie kann man auch Sozialisierung ranbringen? Das heißt also wirklich Formen von demokratisch kontrolliertem Eigentum, dass es eben nach dem Interesse des Gemeinwohls ausgerichtet ist, dem Interesse der Beschäftigten, der Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen, und damit will ich enden, damit es nicht zu lang wird, da hängt auch mit dran natürlich eine Demokratiefrage. Also für die, also die Frage, wer entscheidet eigentlich was und welche Entscheidungsspielräume hat man? Ja, und da hat eben gerade die ganze Tendenz zur Privatisierung der Daseinsvorsorge auch dazu geführt, dass Parlamenten natürlich und Regierungen Macht und Entscheidungskompetenzen entzogen wurden. Weil natürlich im Zweifelsfall, also dann entscheidet eben nicht mehr ein demokratisch gewähltes Parlament, sondern es wird irgendwie in Konzernzentralen darüber entschieden, wie die Energieversorgung aussieht. Ja? Und deswegen finde ich, es ist auch eine Frage, eine Demokratiefrage, dass man eben auch über viele Bereiche des öffentlichen Lebens viel stärker demokratisch entscheiden muss und eben an dem Interesse des Gemeinwohls. Und natürlich ist es auch eine Gefährdung der Demokratie, wenn wir eben eine wirtschaftliche Zusammenballung von Macht haben und damit eben auch eine politische Macht und große Konzerne war immer früher das Wort das systemrelevant, ja, also dass Konzerne eben eine solche Macht haben, aber eben nicht demokratisch kontrolliert werden können. Das vielleicht so ein bisschen meine Gedanken zum Thema Grenzen von Markt und Wachstum, weil ich glaube eben gerade, dass mit Blick auf diese wirklich tiefen Krisen, die wir gerade erleben und die eben auch keinen Aufschub dulden, ne? Also wirklich Politik, also Schluss mit der Politik der verlorenen Zeit. Wir müssen die Klimakrise angehen und auch dieses Problem wird nicht der Markt lösen. Wir brauchen massive staatliche Eingriffe und staatliche Investitionen, um die Klimaschutzziele noch irgendwie zu erreichen. Und wir müssen die soziale Ungleichheit
Ungleichheit hierzulande und global bekämpfen. Das sind, da geht es letztlich immer um Verteilungsfragen. Und deswegen halte ich das für dringend notwendig, diese Weltwirtschaftsordnung, wie wir sie heute haben und die auf Ungleichheit basiert und die dramatische Folgen hat für viele Menschen auf dieser Welt, die in dieser Form auch in Frage zu stellen und deutlich zu machen, wir brauchen eine Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Menschen dient. Und gerade, wie gesagt, diese tiefen Krisen und auch jetzt der Einschnitt durch die Corona-Pandemie sollte Anlass geben, darüber auch nachzudenken, wie solche demokratischen Alternativen aussehen können. Ja, vielen Dank, Frau Wissler, für den Vortrag. Und hier vielleicht, bevor wir in die Diskussion einsteigen, nochmal der Hinweis, wir haben bereits einige Fragen bekommen, aber wenn Sie Fragen zu den Dingen stellen möchten, sei es zum Vortrag, sei es gleich direkt zu der Diskussion, dann sehr, sehr gerne über die Möglichkeit, die Sie beim Zuschauen dort als entsprechende, als Möglichkeit finden. Prima. Ich fange mal direkt an, Frau Wissler. Sie haben ja zumindest in Ihrem letzten Statement gesagt, dass Sie eine Wirtschaft sehen oder zumindest auch Wirtschaft sehen, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die die Bedürfnisse der Menschen adressiert. Also insofern ist ja die Wirtschaft offensichtlich auch zu etwas gut oder kann zu etwas gut sein. Und jetzt haben Sie aber, und damit gehe ich mal so ein bisschen als roten Faden durch das, was Sie dargestellt haben, dass die Markt- und Wettbewerbsorientierung im Prinzip die vielen aufgestauten Probleme, die jetzt in der Zwischenzeit dramatisch geworden sind, so wie Sie gesagt haben, nicht lösen konnte, sondern eher noch verschärft hat. Heißt das jetzt, dass die soziale Marktwirtschaft per se ungeeignet ist? Und womit könnten wir die ersetzen, wenn das der Fall ist? Ja, also nur weil Sie jetzt gesagt haben, dass die Wirtschaft doch für was gut ist. Also ich meine, ist ja auch die Frage, was ist die Wirtschaft? Also man darf ja auch nie vergessen, dass der Reichtum in dieser Gesellschaft ja erstmal von den vielen, vielen Beschäftigten erarbeitet, von den Millionen Beschäftigten, die tagtäglich, ob jetzt im Bereich der Industrie oder im Bereich der Dienstleistungen oder des öffentlichen Dienstes, da den Laden am Laufen halten. Ich glaube zum einen, dass es viele Grundsätze, die mal in der sozialen Marktwirtschaft angelegt waren, dass die heute gar keine Berücksichtigung mehr finden. Also ich glaube, das war Walter Eucken, der mal gesagt hat, was ja einer der Väter, also Gründungsväter auch der Sozialmarktwirtschaft war, oder der gesagt hat, wer den Nutzen hat, muss auch das Risiko tragen. So in der Richtung. Ne? Und das ist ja zum Beispiel etwas, also wenn man die soziale Marktwirtschaft an ihren eigenen Ansprüchen misst, dann ist das ja zum Beispiel ein Versprechen, was überhaupt nicht eingetreten ist. Also wer den Nutzen hat, muss auch das Risiko tragen. Wir haben in der Bankenkrise gesehen, dass da die jahrelang profitiert haben und den Nutzen hatten, dass sobald es eine Schieflage gab, kam, die Kosten eben auf die Allgemeinheit umgelegt wurden. Oder auch wenn wir uns anschauen, dass die Kosten für die Folgekosten für Automobilverkehr, also die Schäden, die durch den Autoverkehr oder durch die Kohleverstromung, ja, dass all das ja nicht von den Verursachern getragen wird, sondern umgelegt wird auf die Allgemeinheit. Und deswegen finde ich zu diesem Prinzip zurück, oder dieses Prinzip mal mit Leben zu füllen, das wäre auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Ja, und ich bin der Meinung, dass es Bereiche gibt, in denen hat die Marktwirtschaft überhaupt nichts zu suchen. Und da haben Markt und Wettbewerb nichts zu suchen. Und das gilt für mich für die ganze Frage von Krankenhäusern. Aber auch, ich finde auch, Energieversorgung ist ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, der öffentliche Personennahverkehr, ja, der ja gerade auch in den letzten Jahren eine Liberalisierung erfahren hat, was dazu führte, dass es dann Ausschreibungen gab und am Ende die Busfahrerinnen und Busfahrer dann von Lohndruck und eben von Lohndumping betroffen waren. Also deswegen finde ich das Erste und Wichtigste, dass wir die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge dieser Marktlogik entziehen und dieser Wettbewerbslogik. Ich bin auch der Meinung, dass das gilt natürlich auch für Bildungseinrichtungen, für all das, die nicht in einem Wettbewerb zueinander stehen müssen. Und da finde ich, muss man, da sind auf jeden Fall die Grenzen.
Darüber hinaus finde ich schon, dass es notwendig wäre. Und ich finde, da gibt es sehr spannende theoretische Ansätze, die es nach beiden Weltkriegen gegeben hat, nämlich in den 20er Jahren in Deutschland, also Theoretiker wie Karl Korsch zum Beispiel oder auch die ganzen Mitglieder der Sozialisierungskommission, die es ja damals gab, die Theorien entwickelt haben, wie kann denn eigentlich eine demokratische Wirtschaft, eine demokratisch gelenkte Wirtschaft aussehen? Wie kann man Beschäftigte, wie kann man Wirtschaftsdemokratie ausbauen? Und da glaube ich, dass das schon auch der Weg ist, in den das gehen kann. Also wir haben eine Mitbestimmung in Deutschland, ja. Aber die Mitbestimmungsrechte von Belegschaften, von Betriebsräten sind natürlich so weitreichend nicht. Und was mir immer wieder auffällt, ist, ich bin ja viel unterwegs, auch so in Metallbetrieben. Und gerade wenn man mit den Beschäftigten dann spricht über die Frage der sozial-ökologischen Transformation, dann sagen mir Betriebsräte so häufig, wir haben das Know-how, wir haben jede Menge Ingenieure, es gibt die Vorschläge aus den Belegschaften, wie man wie man Produkte leichter machen könnte, wie man sie nachhaltiger machen könnte, wie man sie umweltfreundlicher machen könnte. Aber es wird nicht umgesetzt, weil eben das langfristige Investitionen nach sich ziehen würde und weil dann doch eben kurzfristige Gewinnerzielungsabsichten entscheidender sind, als dass es eben in 20 Jahren an dem Standort noch Industriearbeitsplätze gibt. Und deswegen finde ich den Weg hin zu einer Wirtschaftsdemokratie, eben auch Beschäftigte sehr viel stärker zu beteiligen, das halte ich für notwendig. Und wie gesagt, die öffentliche Daseinsvorsorge, ich finde, da hat der Markt einfach nichts zu suchen. Ja, wenn ich da an der einen oder anderen Stelle noch mal nachfragen darf, Frau Wiesler, Sie hatten vorhin gesagt und zitiert, wer den Nutzen hat, muss auch das Risiko tragen und haben dann zum Beispiel die Banken und die großen Banken, die ja als systemrelevant zum Teil eingestuft wurden, als das sozusagen typisches Problem und dass es eben nicht funktioniert dargestellt. Jetzt haben wir aber ja in Corona-Zeiten gesehen, wie viele der kleineren Unternehmen, die eben nicht systemrelevant sind, die eben tatsächlich vielleicht den Nutzen haben, aber auf jeden Fall das Risiko haben und dann vielleicht auch in Anführungszeichen vom Markt gefegt sind. Also sehen Sie dieses Prinzip ganz grundsätzlich ausgehöhlt oder gibt es, weil Sie ja vorhin auch zum Beispiel die Banken angesprochen haben, gibt es da einige Bereiche, in denen dieses Thema Nutzen und Risiko nicht mehr zusammengehen, aber an anderen Stellen funktioniert es ganz gut? Ja, ich würde einen großen Unterschied machen zwischen der Finanzmarktkrise und der Corona-Krise. Also ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob Banken sich verzockt haben oder ob es immer riskantere Finanzprodukte gibt, wo irgendwann keiner mehr durchblickt, was sie eigentlich sind und also ob es einfach, ja, also auf der Suche nach immer höheren Anlagemöglichkeiten man sich verzockt oder ob jetzt einfach ein, was weiß ich, gastronomischer Betrieb durch eine Pandemie, ja, die er ja nicht verursacht hat, oder an der er keine Schuld hat, ja, und da in die wirtschaftliche Schieflage gerät. Also das, finde ich, ist schon ein Unterschied. Also reden wir jetzt eben über, was weiß ich, einen Konzern wie RWE, die durch Tagebau und ihre Kohlekraftwerke dazu beigetragen haben, dass Umwelt, das ganze Landstriche zerstört, Umwelt zerstört wurde und die Klimaerwärmung vorangetrieben wird, also die dann eben gut daran verdienen, aber andere eben die Folgekosten zahlen oder eben riskante Finanzgeschäfte. Das sehe ich einen Unterschied als bei einer globalen Pandemie, wo ja die Unternehmen jetzt nicht selbstverschuldet da in diese Situation gekommen sind. Aber auch hier würde ich sagen, auch hier habe ich eine Kritik an den wirtschaftspolitischen Entscheidungen der Bundes- und der Landesregierung. Also natürlich sehen wir ja auch in dieser Corona-Krise, dass die Milliardenhilfen doch bei Unternehmen, bei den großen Unternehmen sehr viel lockerer saßen als bei den kleineren. Und ich bin schon der Meinung, dass Unternehmen, die Kurzarbeitergeld kassiert haben oder die auch noch Zuschüsse bekommen haben, ja, natürlich darf dann nicht sein, dass dann gleichzeitig Dividenden ausgeschüttet werden, ja, oder Boni für Manager erhöht werden. Also ich finde, entweder man ist notleidend oder man ist es offensichtlich nicht. Also von daher hätte ich mir schon gewünscht, da auch genauer hinzuschauen oder auch bei der Stützung der Lufthansa, ja, wo ja auch ich mir gewünscht hätte, dass Deutschland da eher einen Weg gegangen wäre wie Frankreich, nämlich zu sagen,
Ja, wir stecken da Geld rein, das finde ich auch richtig, aber dafür wollen wir eben auch Mitsprachemöglichkeiten und dafür nutzen wir jetzt auch eben eine Beteiligung, um über zum Beispiel sozial-ökologischen Umbau zu sprechen und über Frage von Inlandsflügen. Also von daher bin ich der Meinung, dass man auch hier das stärker hätte nutzen können, aber da würde ich einen großen Unterschied machen zwischen, was weiß ich, der Lufthansa und eben der Kneipe, der Eckkneipe, die halt völlig unverschuldet in diese Krise kam und die natürlich Hilfen braucht. Und da sehe ich jetzt gerade mit großer Sorge, dass da jetzt einfach Gelder auch zurückgefordert werden, auch von den Solo-Selbstständigen, die sagen, wie soll ich das zurückzahlen? Also ja, da würde ich sagen, waren die Hilfen in dieser Corona-Krise auch nicht gerade gleich verteilt. Ja. Nicht gerecht. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Dann einen zweiten Punkt, den Sie vorhin sehr pointiert formuliert haben, nämlich Bereiche, in denen der Markt und sozusagen die Marktlogik nichts zu suchen hat, zum Beispiel Gesundheitswesen, Stadtwerke und dergleichen. Jetzt sagen wir, wäre die klassische Idee ja zu sagen, da ist der Markt aber eben dann vielleicht, also diese Übertragung auf den Markt, soweit sie geschieht, geschieht ja immer aus der Überlegung, der Markt kann es besser oder ist effizienter an der Stelle. Und andere Beispiele, wenn man das mitunter zurück überträgt, dann ist da, wo eben noch Gewinne waren, sind plötzlich wieder Kosten und entsprechende Verluste da. Also wie regelt man das denn besser, wenn die Marktlogik dort nicht funktioniert, um trotzdem einigermaßen dieses Gemeinwohl durch die entsprechenden Institutionen befördern zu können? Naja, also natürlich muss man auch sagen, dass auch ist natürlich bei dem einen oder anderen kommunalen Stadtwerk und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Kreiskrankenhaus es natürlich auch Missmanagement und Probleme gab, auch wenn sie in öffentlicher Hand waren. Also selbstverständlich gab es das auch. Aber ich finde, es ist eine grundsätzliche Frage, wie man eben zum Beispiel ein Stadtwerk ausrichten will oder eben ein Krankenhaus. Und ich meine jetzt gerade, wenn Sie den Bereich der Energieversorgung ansprechen, ich meine, jetzt muss man ja eigentlich sagen, ich meine, das Energiemarkt hatte ja noch nie sehr viel mit Markt zu tun. Ja? Also in Teilen ist es ja ein simulierter Markt. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, was durch die EU-Liberalisierung da gemacht wurde, also gerade der Bereich der Netze zum Beispiel, das sind natürliche Monopole. Also da wird ja letztlich etwas simuliert, weil natürlich keiner legt die Netze parallel und doppelt, sondern das ist in Teilen eben auch eine Form von Simulation. Und im Energiemarkt finde ich zum Beispiel, da zeigt sich das ja gerade ganz gut, dass eben diese Trennung, diese strikte Trennung, die ja auch eben damals von der EU-Kommission auf den Weg gebracht wurde, also dass man Netze, Erzeugung und Vertrieb voneinander trennt, dass es eben dazu geführt hat, dass Synergien nicht mehr genutzt wurden und auch dazu geführt hat, dass sich dann einzelne, dass man Sachen, ja, also dass Synergien nicht mehr genutzt wurde und dass eben auch die Einflussmöglichkeiten so nicht mehr da waren. Und im Bereich der Krankenhäuser, finde ich, ist ja die Frage, also was heißt denn in einem Krankenhaus effizient? Ja, also das ist schon klar, dass man natürlich soll kein Geld verschwenden, aber am Ende ist es doch so, dass ein Krankenhaus darauf ausgerichtet sein muss, die Menschen, die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen. Und wenn man, und das gilt ja gar nicht nur für die privatisierten Krankenhäuser, sondern leider auch für die öffentlichen Krankenhäuser, wenn man zum Beispiel mit dem Fallpauschalensystem eben ein System etabliert, wo man Anreize setzt, möglichst viele Eingriffe zu machen, aber möglichst die Liegezeiten zu reduzieren, dann würde ich sagen, ist das einfach ein völlig verfehltes System, weil das dazu führt, dass im Zweifelsfall schneller operiert wird, aber Menschen eben früher entlassen werden, um Kosten zu senken. Und ich finde, ein Krankenhaus, ich habe mal mit einem Chefarzt gesprochen, der hat gesagt, ja, früher war irgendwie der Chefarzt hatte das Sagen, heute ist der kaufmännische Direktor. Ja, also die Frage Effizienz, was bedeutet das in der Arbeit mit Menschen? Ja? Also das, was weiß ich, Roland Berger und solche Unternehmensberatungen dann irgendwie durch eine Frankfurter Uniklinik gejagt werden, um dann zu schauen, irgendwie, wo man irgendwie schneller und effizienter und besser arbeiten kann. Also am Ende ist das ja keine Arbeit am Fließband, ja? Sondern das ist die Frage, hat die Krankenschwester eben Zeit, sich um einen Patienten oder eine Patientin zu kümmern, die vielleicht einfach Angst hat, ja?
Und ich meine, jeder, der im Gesundheitsbereich arbeitet, weiß doch, dass ein warmes Wort oder Worte des Trostes oder einfach Zuspruch manchmal genauso wichtig ist wie eine Spritze. Aber kann man halt schlecht abrechnen über so eine Fallpauschale. Und deswegen finde ich gerade in diesem Bereich, ist doch klar, dass die Menschen Zeit haben, also die Beschäftigten Zeit haben müssen, um sich wirklich auch um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Und deswegen darf Effizienz in dem Bereich nicht heißen, möglichst Kosten zu reduzieren und möglichst Zeit einzusparen. Und das haben wir in vielen Bereichen der Krankenhäuser erlebt. Also nicht nur im Bereich der Pflege, über den wird halt oft geredet, aber auch im Bereich der sogenannten patientenfernen Dienstleistungen, was ja eh schon ein bisschen schwieriger Begriff ist, weil man sie ja alle, also man braucht ja all diese Bereiche, aber die Reinigungskräfte, die dann immer größere Flächen in immer kürzerer Zeit reinigen müssen, ja, oder die Fahrer oder die Küche, die outgesourced wird, einfach um Personalkosten zu drücken. Und das verbessert nicht die Qualität, sondern im Gegenteil, es geht auf die Knochen der Beschäftigten. Und deswegen glaube ich, dass man das sehr wohl anders organisieren könnte. Und damit auch eben nicht so viel Geld aus dem Gesundheitssystem abfließen würde in die Hände von Privaten. Weil es ist ja nicht so, dass überhaupt kein Geld im Gesundheitssystem wäre. So kann man es ja nun wirklich nicht sagen. Ja? Aber wenn man sich halt anschaut, irgendwie was eben auch daran verdient wird, dann ist das Geld, was eben fehlt im Gesundheitssystem, weil es eben in private Taschen umgeleitet wird. Wenn Sie sagen, man könnte es anders organisieren, um zum Beispiel dieses Menschliche und andere Dinge zu gewährleisten, was könnte man da konkret tun? Ja, das heißt, dass man erstmal eine Krankenhausfinanzierung braucht, die bedarfsdeckend ist. Das heißt also, weg mit diesem Fallpauschalensystem. Wir brauchen eine Krankenhausfinanzierung, die nicht verschwenderisch, aber eben bedarfsdeckend ist. Wir brauchen Krankenhäuser in der öffentlichen Hand. Das halte ich für dringend notwendig. Und ein ganz wichtiger Punkt sind die Frage der Personalmindeststandards. Also das, wofür ja auch Beschäftigte seit vielen Jahren kämpfen. Wir brauchen, und die sehr vereinzelt jetzt auch in Tarifverträgen durchgesetzt wurden, wir brauchen Personalmindeststandards, also deutlich zu machen, nur mit so und so viel Personal darf man eben die und die Station überhaupt betreiben. Und das wirklich staatlich, also das gesetzlich festzulegen, das wäre dringend notwendig. Und das würde natürlich die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus enorm verbessern. Ich finde auch wichtig, die outgesourcten Bereiche wieder einzugliedern. All das finde ich wichtige Punkte für den Bereich der Krankenhäuser, ja. Und natürlich müssen wir auch, also die Krankenhausfinanzierung hat ja diese zwei, also die Krankenhausinvestitionen, dafür sind ja die Länder zuständig. Also auch da ist es natürlich dringend notwendig, auch mehr in Krankenhäuser zu investieren, weil wir das ja immer wieder auch erlebt haben, dass Krankenhäuser privatisiert wurden, weil eben auch die Investitionen über viele Jahre hinweg ausgeblieben sind. Aber das ist ja nur auch eine Entscheidung, dass man eben nicht investiert. Und deswegen würde ich sagen, das sind so die drängenden Punkte. Natürlich sollen Pflegekräfte auch mehr Geld verdienen, auf jeden Fall, also sie verdienen ja eigentlich schon mehr Geld, sondern sie sollen auch mehr Geld bekommen, weil sie es verdienen. Auch das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, also welche Arbeit ist uns eigentlich was wert? Und da geht es natürlich nicht um einen einmaligen Pflegebonus. Das ist schön und das ist nett und das ist eine Anerkennung. Ich finde es ein bisschen peinlich, dass die Ampel jetzt schon das wieder versucht, auf so einen kleinen Kreis zu begrenzen, dass dann doch die meisten leer ausgehen. Aber es geht nicht um den einmaligen Bonus, sondern es geht um dauerhaft gute Arbeitsbedingungen und bessere Löhne. Und wenn man sich da anschaut, was das Einstiegsgehalt einer Krankenschwester ist, dann ist das eben was, finde ich, in keinem Verhältnis zu dem steht, was diese Menschen leisten. Ja, vielen Dank. Ich nehme mal eine Frage, die aus dem virtuellen Raum kam und sozusagen ergänze die gleich hier, weil wir hier gerade auch über das Thema, sagen wir mal, soziale Marktwirtschaft im Allgemeinen und Weiterentwicklung sprechen. Dort wurde gefragt, mit Blick auf das Thema dieses Konzept Gemeinwohlökonomie, Stichwort Felber, ist das denn etwas, was Sie interessant finden oder gangbar finden, oder wie stehen Sie zu dieser Art von Konzept? Ja, ich habe das, mal gelesen vor ein paar Jahre her. Also ich fand da viele interessante und wichtige Ansätze drin, auf jeden Fall. Und finde, dass dieses ganze Konzept Gemeinwohlökonomie, Commons, also dass das wichtige Ansätze hat für eine andere Form des Wirtschaftens auf jeden Fall. Ich finde, wir müssen eben wirklich schauen, wie kriegt man die Frage Demokratisierung der Wirtschaft, also wie bekommt man, wie könnte Demokratisierung von Wirtschaft eben aussehen? Ja? Also dass sowohl die Beschäftigten, aber eben auch die
Verbraucherinnen und Verbraucher oder Kundinnen und Kunden, ja, was auch immer, dass es auch dort eben Möglichkeiten auch der Einflussnahme gibt. Aber ich finde grundsätzlich, und das ist ja in dem Gemeinwohlökonomiekonzept eben auch verankert, dass man eben weggeht eben wirklich von der Profitorientierung in diesen Bereichen, sondern eben deutlich macht, Wirtschaft muss nachhaltig sein, sie muss den Menschen dienen und sie darf eben die soziale Ungleichheit nicht immer weiter befördern. Also von daher interessantes Konzept. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr, ich habe es mal vor ein paar Jahren gelesen, gab auch einen oder anderen Punkt, wo ich mir, glaube ich, Fragezeichen gemacht hatte, aber an sich finde ich es einen interessanten Ansatz. Ja. Weil Sie jetzt gerade auch gesagt haben oder immer mal wieder auch in Ihrem Vortrag schon gesagt haben, dieses Thema Demokratisierung der Wirtschaft und entsprechendes Partizipieren an entsprechenden Gewinnen wäre denn etwas, was Unternehmen ja zum Teil bereits tun, also das Beteiligen der Arbeiterinnen und Arbeiter an zum Beispiel dem Unternehmen oder sagen wir mal auch in Richtung Altersvorsorge wird das ja diskutiert, eigentlich steht ja jedem frei, auch die Möglichkeit tatsächlich in Unternehmen zu investieren als Altersvorsorge. Ist das ein Ansatz, der für Sie gangbar ist oder ist das etwas, wo Sie sagen, auch das hat Schwächen oder ist eigentlich nicht zielführend? Also wenn ich an Belegschaftsbeteiligung denke, würde ich jetzt nicht an Belegschaftsbeteiligung über, was weiß ich, Belegschaftsaktien oder was weiß ich, oder die, also den Aktienkauf oder so, ja. Also das würde ich darunter jetzt nicht verstehen, sondern es geht vor allem darum, eben auch ja ganz real mitzubestimmen über Frage von Produktion, Frage von Standortverlagerungen und so weiter. Also da glaube ich, ist ein Beschäftigter, der dann irgendwie ein paar Aktien investiert hat, das verstehe ich jetzt nicht unter Mitspracherechten, sondern wirklich auch Einfluss zu nehmen. Und das fände ich eigentlich, also aus zweierlei Gründen. Einmal, weil es um Demokratie geht, aber eben wirklich, weil ich glaube, dass wir dass es auch viele Probleme, die es gibt, viel besser Lösungen gefunden würden, wenn die Beschäftigten besser einbezogen werden und auch besser mitbestimmt werden. Also ich meine, da geht es eben die Frage, also wie kann man auch eben die betriebliche Mitbestimmung, wie kann man die ausweiten? Ja? Wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass betriebliche Mitbestimmung eben auch bei wirtschaftlichen Fragen eben stärker ausgebaut wird? Also das würde mir da eher vorschweben, als jetzt, dass man irgendwie Belegschaftsaktien hat. Ich komme in dem Zusammenhang mal zurück, was Sie vorhin ja erwähnt haben, nämlich Sie erzählten, wenn Sie mit Betriebsräten sprechen, so auf dem Weg durch Unternehmen, dann gibt es da viele interessante Überlegungen, was man tun könnte, wie man etwas verbessern könnte, wie man nachhaltiger werden könnte, und das wird am Ende nicht umgesetzt. Jetzt könnte man ja im Prinzip auch sagen, das liegt vielleicht gerade daran, dass das zwar per se gute Ideen sind, dass das aber auf dem Markt gar nicht funktionieren würde. Also man würde gar nicht genügend Geld verdienen können, damit sich das Unternehmen am Ende trägt. Und es ist natürlich leicht für Personen etwas vorzuschlagen, wenn man auf der anderen Seite das Risiko dieses Fehlschlags nicht tragen muss. Also ist das dann eine andere Logik als das, was Sie vorhin gesagt haben? Sie sagten ja, eigentlich muss Nutzen und Risiko verbunden sein. Naja, die Frage ist ja, mit was, also was ist die Erwartung, also, oder welche Zielsetzung hat man? Ne? Und jetzt will ich mal sagen, also ohne jetzt irgendwie den alten Firmenpatriarchen, was weiß ich, zu verklären, ja, aber trotzdem nochmal um den Unterschied so ein bisschen deutlich zu machen. Man hat diese Traditionsfamilienunternehmen gehabt, ja, wo der Firmengründer irgendwie noch im Dorf gewohnt hat und regelmäßig seine Nachbarn beim Einkaufen getroffen hat und der vielleicht auch noch seine Beschäftigten irgendwie alle beim Namen kannte und der da irgendwie dritter Generation oder Firmengründer war oder schon in mehrerer Generation irgendwie im Besitz der Firma, der ein gewisses Interesse daran hatte, eben, dass das Unternehmen an diesem Standort erhalten bleibt, der sich vielleicht auch interessiert hat, irgendwie für seine Beschäftigten und für die Lebensbedingungen und zumindest bei seinen Investments, bei seinen Entscheidungen ja schon in eine gewisse langfristige
Überlegung hatte. Ob die, auch da gab es einen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, also ich will das gar nicht verklären, ne? Aber die Situation heute ist ja eine andere. Ich bin häufig bei betrieblichen Kämpfen, wo sich Belegschaften eben wehren, weil ein Standort verlagert werden soll, geschlossen werden soll. Und die haben einfach das Problem, dass das zwar ein Traditionsstandort ist, der dann halt seit 100 Jahren dort ist, aber der halt in den letzten irgendwie 20 Jahren dreimal aufgekauft wurde. Und vor kurzem war ich bei einem Unternehmen, die haben dann einem, ich glaube, es war ein japanisches Konsortium, dem gehört hat, also und die aufgekauft wurden und denen dann einfach eröffnet wurde, wir haben kein Interesse an diesem Standort, wir haben daran kein Interesse, ihr seid zwar ausgelastet, ihr macht auch gute Arbeit, aber wir haben daran kein Interesse, diesen Standort langfristig zu halten. Und da hat man natürlich das Problem, da kann man auch auf die Straße gehen, da kann man streiken, da kann man den Bürgermeister mit an Bord haben. Das interessiert jetzt erstmal in Japan, in der Konzernzentrale erstmal relativ wenig. Das heißt, die Möglichkeit, wirklich auch Druck zu machen auf solche internationalen Firmengeflechte ist natürlich unglaublich schwierig. Und mein Eindruck ist, und ich glaube, das ist im Windschatten dieser Corona-Krise sehr stark passiert, dass wir wirklich im Moment industriepolitische Verwüstungen haben. Also wir haben so viele Standorte, Industriestandorte, die gefährdet sind. Ja, das sind nicht immer die ganz großen Sachen, ja, aber das sind die 80 Beschäftigten, wo natürlich auch 80 Familien dranhängen und wo natürlich auch der Bäcker dranhängt und was weiß ich was alles im Ort. Wir haben die Situation, oder denken Sie an Conti, ja? Also Conti, die, ich weiß nicht mehr wie viel, also ursprünglich wollten sie auf jeden Fall 13.000 Arbeitsplätze abbauen, die ganze Standorte schließen wollten, ja? Und das ist die Frage, und das sind ja keine Standorte gewesen, die grundsätzlich nicht rentabel sind, sondern sie sind nicht so rentabel, wie sie sein müssten, um Gewinnerwartungsabsichten zu entsprechen. Und das habe ich in den letzten Jahren häufig erlebt, dass ich dann natürlich auch gefragt habe, seid ihr denn in wirtschaftlichen Schwierigkeiten? Sagen, nein, die Auftragsbücher sind voll. Wir könnten hier noch jahrelang weiterarbeiten, aber es gibt das Interesse daran nicht, eben jetzt auch langfristig zu schauen. Wir wollen langfristig investieren, um eben die Umbrüche in der Automobilindustrie auch zu finanzieren und langfristig diese Arbeitsplätze und diesen Standort zu erhalten, weil da einfach kein Interesse besteht. Und deswegen glaube ich, dass das eine Problematik ist, die wir haben, dass es da eben oftmals eher den Gedanken gibt, lass uns noch 5 Jahre rauspressen aus dem Standort, was geht. Und dann ist halt futsch. Und da, finde ich, muss man in der Tat auch staatlich eingreifen und flankieren, weil wir brauchen die Industriearbeitsplätze und wir müssen die Industriearbeitsplätze erhalten, wir müssen sie zukunftsfähig machen, wir müssen sie umbauen, aber wenn wir die Energiewende durchsetzen wollen, die Verkehrswende, dann ist es kein Industrieabbauprogramm, sondern ein Industrieaufbauprogramm, und diese Industriestandorte zu erhalten, das halte ich für ganz, ganz dringend notwendig, und das hat ja auch die Große Koalition damals erkannt, also auch Peter Altmaier hat ja auch als Wirtschaftsminister damals sein, wie weiß ich mal, wie hieß das, nationale Industriestrategie, glaube ich, vorgelegt, wo er ja auch gesehen hat, dass das natürlich, also den ich mir jetzt nicht zu eigen machen möchte, aber wo er auch gesehen hat, dass es da ein Problem gibt. Ja? Denn so viel Industrie, wenn ganze Industrie, ganze Industriestandorte quasi den Bach runtergehen. Weil Sie vorhin den Mittelstand angesprochen haben, da vielleicht auch nochmal dann eine Nachfrage, weil da gibt es ja in der Tat genügend mittelständische Unternehmen, das kennen wir hier in Gießen, aber auch insgesamt, Deutschland ist ja für die Hidden Champions, wie sie gerne genannt werden, im Prinzip also damit groß geworden, die dann tatsächlich als familiengeführtes Unternehmen eine Langfristperspektive haben. Wenn diese Familie jetzt bei aller Langfristperspektive und sozusagen Sorge um die Beschäftigten trotzdem sehr gut verdient, ist das aus Ihrer Sicht ein Problem oder wäre das dann völlig in Ordnung? Naja, das ist ja die Frage, was ist wie gut verdienen? Also ich finde jetzt, also wenn eine Krankenschwester irgendwie 300 Jahre arbeiten muss, um auf das Jahresgehalt eines DAX-Vorstandsvorsitzenden zu kommen, dann finde ich, ist das eine Dimension, also da kann keiner von Leistungsgerechtigkeit was erzählen. Ne? Also ich finde, ich hätte ja durchaus Sympathien dafür, dass man sagt, ein Unternehmenschef nur das, was weiß ich, selbe großzügig, das 20-fache, ja, 30-fache von dem verdienen darf, was seine niedrigste bezahlte Angestellter verdient. Ja? Also das
hätte dann auch Interesse daran, eben auch unten, also im unteren Bereich, vernünftige Löhne zu bezahlen. Also ich finde, das kommt ein bisschen auf die Dimensionen drauf an. Ich sage ja nicht, jeder soll exakt das Gleiche haben, aber ich finde, wir haben Einkommensunterschiede in diesem Land, die sich einfach durch nichts rechtfertigen lassen. Also von daher, ja, ich bin der Meinung, wir brauchen eine andere Einkommensbesteuerung und wir brauchen eine Vermögenssteuer. Der Meinung bin ich, dass man da auch was wegbesteuern muss. Aber und das ist eben eine, ja, dass es eben in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen muss, dass weil natürlich die, wir wissen natürlich auch, dass viele Unternehmen, viele Unternehmensfamilien, ich meine, sind natürlich auch Erbschaften, große Erbschaften, ja, es ist, ich bin jetzt nicht, jetzt haben auch Leute Sachen geleistet, aber ich meine, natürlich kommen wir nicht alle auf die Welt und haben das Gleiche und dann entscheidet man unsere Leistungen und unsere Fähigkeiten, was aus uns wird, sondern leider. Und ist natürlich bei Kindern, wenn sie auf die Welt kommen, oftmals ihre Bildungschancen sind ihnen leider wirklich in Deutschland. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass die Bildungschancen in Deutschland sehr stark abhängig sind von der sozialen Herkunft. Aber natürlich ist es auch ein Unterschied, ob man halt als Tochter eines Firmenbesitzers geboren ist oder als Tochter einer Hartz-IV-Bezieherin. Also von daher finde ich, diese ungleichen Startchancen, ja, da bin ich auch der Meinung, dass man da schauen muss, dass das eben gewisse Dimensionen, also dass die Dimensionen nicht, ja, also dass es nicht so weit auseinander geht, dass es einfach eine solche Ungleichheit ist. Das, glaube ich, macht, ist für Gesellschaft nicht gut. Ja, jetzt direkt mit dem Bezug, da haben wir auch eine weitere Frage, die ich fast explizit mal direkt so formulieren möchte aus unserem virtuellen Raum, nämlich die Grundaussage, wenn doch insgesamt, also oder woran ist das, wieso ist das problematisch, diese ungleiche Vermögensverteilung, wenn doch insgesamt die Armut auf der Welt über die Jahrzehnte entsprechend sinkt und insofern der Kapitalismus diesbezüglich doch eigentlich zu funktionieren scheint. Also ich sag mal, da würde man, so interpretiere ich jetzt die Frage, wenn es Einzelne gibt, die dann besonders viel verdienen, dann mag das sein, aber das Wichtige wäre doch, dass insgesamt das, was der Kapitalismus oder die Marktlogik vorwärts bringt, dass die insgesamt dann trotzdem vorteilhaft wäre. Sehen Sie das auch so? Nee, das sehe ich nicht so, also, sondern ich sehe das Wechselverhältnis, aber ich sehe eben gerade irgendwie diese tollen Trickle-Down-Effekte, die es da immer geben soll, also gerade die sehe ich nicht so, sondern natürlich muss man auch sagen, also natürlich sind Reichtum und Armut zwei Seiten einer Medaille und bei Brecht heißt es ja so schön, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Armut und Reichtum, aber ich meine, wir können es ja ganz praktisch machen. Also ich meine, die Bundesregierung will jetzt den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Ich hoffe, sie machen es auch wirklich, finde ich eine gute Sache. 12 Euro ist wirklich absolute Untergrenze und davon lebt man immer noch im Alter in Armut. Und natürlich gibt es Interessen, die dem entgegensprechen, nämlich wenn man halt 12 Euro, wenn man halt höhere Löhne, heißt ja natürlich, dass es irgendwo jemand was abgeben muss. Ja? Also von daher ist es ja nicht so, dass man sagen kann, die einen werden immer reicher und irgendwie rieselt das auf die anderen nieder, sondern eher, dass es da ein widersprüchliches Verhältnis gibt und dass wir zum Beispiel in einem Land wie Deutschland da auch ein Stück weit eine Umkehr haben, also dass die Kinderarmut in den letzten Jahren zugenommen hat und dass die der Oliver Nachtwey hat das ja so gut beschrieben in seinem Buch Die Abstiegsgesellschaft, ja, also wo er ja auch beschreibt, einfach welche Abstiegsängste Menschen heute haben. Also während so dieses Aufstiegsversprechen in den Nachkriegsjahren, wo irgendwie die Eltern ihren Kindern gesagt haben, euch wird es mal besser gehen, das sagen heute Eltern ihren Kindern nicht. Die sagen nicht, euch wird es mal besser gehen, sondern die sagen, guck mal, dass du überhaupt einen unbefristeten Job bekommst, ja, oder ob du überhaupt noch mal Rente bekommst und am besten schließt du noch eine private Zusatzversicherung, Krankenversicherung ab.
damit du irgendwie dir im Alter noch Zähne leisten kannst. So. Also diese, ich will hiermit nicht sagen, dass es allen furchtbar geht, sondern es geht einfach diese Unsicherheit, die prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die sozialen Unsicherheiten, die haben ganz enorm zugenommen. Und da hat sowas wie zum Beispiel die Hartz-Gesetze, die Agenda 2010 auch einen großen Anteil dazu geleistet. Ja, dass Menschen eben wissen, sie können ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, eingezahlt haben, nach einer gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit fallen sie in diese Hartz-IV-Regelung rein und dann geht das einfach für sie völlig bergab. Also von daher glaube ich das nicht, dass man einfach sagen kann, dass das einfach quasi so eine allgemeine, und das sehen wir ja gerade praktisch, also Deutschland wird ja reicher, also es wird ja jedes Jahr reicher, aber die Schere geht auseinander und das haben wir in dieser Pandemie ja gesehen. Ich glaube, 60.000 zusätzliche Millionäre gab es während der Corona-Pandemie und immer mehr Menschen, die auf Tafeln angewiesen sind, in einem reichen Land wie Deutschland. Das ist ein Wahnsinn. Und Menschen sind auf Tafeln angewiesen. Und das ist die Zahl der Obdachlosen ist in den letzten Jahren gestiegen. Also von daher kann ich jetzt nicht sehen, dass wir die Armut bekämpft hätten. Ja. Und hinzu kommen jetzt auch nochmal solche Fragen von Wachstum und Grenzen und ökologischen Fragen. Das kommen wir natürlich auch noch dazu, aber vielleicht ist jetzt erstmal. Jetzt haben Sie vorhin als eine Möglichkeit genannt, dass eben entsprechende Einkommen steuerlich dann, also entsprechend besteuert werden müssten, hohe Einkommen und hohe Vermögen. Jetzt wurde auch aus dem Internet gefragt, wenn das passiert, dann könnten die doch einfach gehen. Also sprich, befürchten Sie dann nicht, wenn das die Maßnahme wäre, dass dann einfach die entsprechenden Personen einfach sich diesem Zugriff, wenn man so möchte, entziehen und dann läuft alles ins Leere und man steht am Ende sogar noch schlechter da als vorher, weil die Leistungsstarken oder zumindest die Möglichkeiten, die dort als Kapital über Steuer hätten eingenommen werden können aus Staatssicht, sind dann plötzlich auch weg? Naja, bei der Vermögenssteuer wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo die hin sollten. Ne? Also, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, dass der Anteil der vermögensbezogenen Steuern am Gesamtsteueraufkommen liegt in Deutschland bei 3-4% so ungefähr, glaube ich. Also in den USA sind es und Frankreich sind es über 10. Also von daher ist es ja nicht so, dass es keine Länder auf der Welt gibt, die Vermögen besteuern. Und dann glaube ich, ist das, also ich halte das wirklich für so ein bisschen für so eine leere Drohung. Also dass jetzt massenhaft Kapital und Vermögen aus Deutschland abgezogen würde durch eine wirklich, also durch eine moderate Besteuerung von Vermögen, das glaube ich nicht. Also um das vielleicht auch nochmal zu sagen, was das bedeutet, weil das ja auch gerne so als Schreckensgespenst von Seiten Union und FDP so aufgebaut wird. Also unser Konzept für eine Vermögensbesteuerung sieht vor, dass sowieso die erste Million schon mal frei ist. Die haben die ersten, die allermeisten Menschen haben die überhaupt nicht. Und dass oberhalb der Million, also wirklich nur der Betriebstag, der da drüber liegt, ja, dass der jährlich mit 1% besteuert wird. Also das ist jetzt wirklich eine moderate Besteuerung. Und wenn wir jetzt auch über Betriebsvermögen reden und über die großen Vermögen, die wachsen ja in der Regel um mehr als 1% pro Jahr. Ne? Also das heißt, das würde ja nicht mal das würde ja nicht mal dazu führen, dass sie sinken würden, dass sie kleiner würden, sondern dass man von dem, dass sie weniger schnell wachsen würden. Also von daher glaube ich, und man muss die Frage ja auch andersrum beantworten. Also wer soll es denn sonst bezahlen? Ne? Also wenn wir uns alle einig sind, wir haben einen Lehrermangel, wir brauchen mehr Geld für Schulen, wir brauchen mehr Geld für Pflegekräfte. Also da sind wir uns doch eigentlich alle einig. Ja? Dann ist ja die Frage, wer soll es zahlen? Also die Kassiererin wird es in ihrem Teilzeitjob wird es nicht zahlen können. Und da müssen wir die Menschen, die eben besonders gut verdienen oder eben ein höheres Vermögen haben, auch eben vernünftig besteuern. Und ich sage mal, was wir jetzt vorschlagen, ist ja nicht so illusorisch. Ich meine, 53% Spitzensteuersatz gab es unter Helmut Kohl. Da gab es auch noch die Vermögenssteuer übrigens, die ja dann vom Verfassungsgericht nur ausgesetzt wurde. Also deswegen glaube ich, das ist notwendig und das ist richtig und das ist, hat mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Und ja, deswegen glaube ich, ist das, also oder man muss ja wirklich mal die Frage beantworten, wie man sonst halt eben dringend notwendige Investitionen tätigen soll. Okay,
Dann ich würde noch mal auf einen anderen Punkt zukommen, bevor wir gleich vielleicht noch mal das sozusagen nationale Spielfeld in Richtung international verlassen. Nämlich, wenn wir so in Richtung Gewinne von Unternehmen oder auch Renditen, die Sie gesprochen haben, das sind ja klassischerweise Anreize, die dazu führen, dass man Risiko aufnimmt, dass die marktliche Logik irgendwo funktioniert. Jetzt haben Sie an verschiedenen Stellen gesagt, da funktioniert die Logik nicht oder da möchten Sie quasi gar nicht erst, dass das marktwirtschaftlich behandelt wird. Welche Art von Anreizmechanismen würden Sie denn dort entgegensetzen, wenn es nicht marktlicher Natur ist, damit es dann trotzdem in Anführungszeichen funktioniert und nicht zu Misswirtschaft oder was auch immer führt? Naja, also wenn man jetzt erstmal sagt, es funktioniert nicht, ist natürlich immer die Frage, aus welcher Sicht man das sieht, ne? Also für einige funktioniert das ja sehr gut, aber ich würde eben sagen, mit Blick eben auf das bestmögliche Versorgung von Patientinnen und Patienten oder mit Blick auf die Beschäftigten stimmt das nicht. Naja, also ich sage mal so, ja, haben ja eine ganze Menge von öffentlichen Einrichtungen und Institutionen in diesem Land, die nicht marktwirtschaftlicher Steuerung unterliegen. Also ich meine, wir fragen uns doch auch nicht bei Schulen, welche Anreize wollen wir denn da setzen? Ja? Oder ich finde, in einem Krankenhaus, das Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, natürlich muss es da ein Finanzcontrolling geben und natürlich muss es da Kontrollmechanismen geben, die dafür sorgen, dass kein Geld verschwendet wird, vollkommen klar. Aber welche Anreize soll man da setzen? Also ich sehe gar nicht, dass man da in irgendeiner Form marktwirtschaftliche Anreize ersetzen muss, sondern es ist, und das würde ich, also genau wie bei Schulen oder bei öffentlichen Ämtern und Behörden, also eben auch im Bereich von eben zum Beispiel Krankenhäusern oder dass man da kein, also ich weiß nicht, welche Anreize man da setzen, also ich sehe nicht, dass man da Anreize braucht, um ein Krankenhaus zu organisieren. Ja, okay, aber dann, ich hatte ja eben schon angedeutet, dann springe ich mal ein bisschen in Richtung Globalisierung und außerhalb von Deutschland. Wir haben eine Frage gerade bekommen mit Blick auf das Brecht-Zitat, was Sie gerade, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich das Thema Arm-Reich. Das impliziert ja, so wird festgestellt, ein Nullsummenspiel. Auf der anderen Seite wird hier gefragt, wie erklären Sie sich, dass in China, nachdem massive Reformen hin in Richtung zu einem freieren Markt geschehen sind, also Eigentumsrechte, Welthandel, mehr Aktien und dergleichen, der prozentuale Anteil an Menschen in extremer Armut von 88% auf unter 1% gefallen ist. Gleichzeitig entstanden auch die meisten Milliardäre. Aber wenn wir da mal in Richtung sozusagen der Armutsbereiche sehen, also ist das ein Nullsummenspiel aus Ihrer Sicht oder ist das etwas, wie erklären Sie sich das? Also wird der Kuchen größer statt Nullsummenspiel? Naja, ich sag mal so, es ist natürlich alleine schon deshalb kein Nullsummenspiel, weil es nun mal die Finanzmärkte gibt und weil ja natürlich, wir wissen, dass natürlich viele dieser wirklich gigantischen Vermögen, also wirklich der Milliardenvermögen, ja, die sind ja nicht mal durch die Ausbeutung von Arbeitskräften oder sowas entstanden, sondern die entstehen ja wirklich dann eben an den Finanzmärkten und teilweise durch Spekulationen, durch Finanzmarktanlagen. Also deswegen ist es natürlich dann an der Stelle nicht ganz ein Nullsummenspiel. Ich meine, was die Situation, was China angeht, ja, es ist in Teilen gelungen, die Armut in China in einigen Bereichen auch zu bekämpfen. Trotzdem ist die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, die hat ja nicht abgenommen, sondern die Spaltung der Gesellschaft ist ja nach wie vor gigantisch groß. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass China in den letzten Jahren marktwirtschaftliche Reformen hatte und das aber gleichzeitig in einem System, das eben nicht darauf beruht, dass es gewerkschaftliche Rechte gibt und freie politische Beteiligung. Also natürlich ein marktwirtschaftliches System, das eben demokratische Rechte
an vielen Stellen ausklammert, dass das dann, wenn man das so sagen will, dann irgendwie, dass man darüber eine größere Effizienz, weniger Effizienz, Entschuldigung, größere, ohne Wahrung, also ohne Wahrung von Menschenrechten, ja, und in Teilen auch durch Zwangsarbeit, also dass man damit natürlich dann auch hohe Wachstumsraten erreichen kann. Das würde ich mir damit erklären, aber die Armut, die es in China nach wie vor gibt, die ist ja immer noch da, die Spaltung der Gesellschaft ist da und natürlich andersrum macht China natürlich auch mittlerweile Verträge mit vielen afrikanischen Staaten und südamerikanischen Staaten und letztlich beruht dieser Reichtum dann natürlich auch wieder auf der Ausbeutung von anderen, von anderen Ländern eben auch. Ja, wenn wir in Richtung so dieser globalen Perspektive sprechen, Sie haben ja vorhin einige Beispiele auch genannt, wo das Thema Markt dann vielleicht ein bisschen zurückgenommen wird oder Bereiche eben, die man dann herausnimmt. Oder zum Beispiel eine stärkere Beteiligung auch von Arbeitern, Arbeiterinnen, Mindestlöhne, entsprechend Beteiligung und sagen wir das, was typischerweise marktwirtschaftlich gesehen Dinge teurer macht. Ich frage jetzt mal, können oder gibt es da irgendetwas, wo Sie befürchten, dass dann im Welthandel, wo ja dann im Prinzip der Wettbewerb trotzdem besteht, auch wenn wir hier in Deutschland irgendetwas in so einer Richtung machen würden, wo wir dann unter die Räder kämen? Oder sagen Sie, das können wir so machen, ohne dass wir das befürchten müssen, dass wir dann im Prinzip eben die Wettbewerbsfähigkeit verlieren? Was machen? Ich habe irgendwie den Eingang nicht ganz. Genau, also dass wenn wir quasi hier Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligen, im Prinzip Mindestlöhne entsprechend einführen, hochsetzen und dergleichen, also sprich aus marktwirtschaftlicher Logik, damit Dinge teurer werden. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Naja, ich würde mal sagen, also das Problem ist ja gerade im Moment andersrum. Also die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands konkurriert ja quasi andere Länder quasi nieder. Also das Problem ist ja nicht, dass Deutschland das Hochlohnland ist und deshalb Probleme hätte, sondern dass sich andere europäische Staaten, Nachbarländer eher darüber beschweren, dass Deutschland Lohndumping betreibt in vielen Bereichen und Wettbewerbsfähigkeit nimmt. Also Deutschland ist eine der größten Exportnationen und Deutschland hat Handelsbilanzüberschüsse. Also deswegen würde ich sagen, das Problem ist eher andersrum. Also Deutschland ist das Problem. Und das natürlich, auch wenn man sich, also das zeigt sich ja auch in der ganzen Europäischen Union und in dem im europäischen Währungsraum, also und auch in der ganzen Krise, in der ganzen Griechenland-Krise hat sich das ja gezeigt. Klar, wenn das eben ein Land gibt, das eben hohe Exportüberschüsse hat, muss es ja andere Länder geben, wo es andersrum ist. Und wenn man dazu dann noch solche wirtschaftlichen Ungleichgewichte hat und das Ganze dann auch noch in eine Währung, also in ein Korsett, also der Euro ist nicht Ursache des Problems, sondern Ausdruck des Problems und das Ganze dann auch noch in ein Korsett drängt, dass es dann einfach für Länder ganz, ganz schwierig wird, da überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Das haben wir ja auch gesehen in der ganzen EU und der ganzen Euro-Krise. Also von daher würde ich sagen, da ist Deutschland im Moment das Problem und das war ja auch mit einer Strategie dieser ganzen Agenda 2010, der Hartz-Gesetze, also Deutschland eben die Löhne so stark zu drücken, um eben auf bei den Exporten wettbewerbsfähiger zu werden. Ich meine, Gerhard Schröder hat ja damals wörtlich gesagt, wir wollen einen Niedriglohnsektor schaffen. Und deswegen finde ich, dass Deutschland, also was ja auch, also das sagt ja sogar die Europäische Kommission, sagt ja auch, es gibt da ein Problem. Ja, also dass diese Strategie, also diese ja auch aggressive Exportstrategie, dass das zu einem Problem wird für andere Länder, deswegen sehe ich da eher die Schwierigkeit, dass Deutschland nicht in der Rolle ist, die Sie jetzt beschreiben, sondern eben andere Länder in die Rolle bringt, dass sie einfach nicht, dass sie nicht wettbewerbsfähig sind.
Und deswegen finde ich mal, auch wenn man jetzt die ganze Frage von Euro, gemeinsamer Wirtschaftsraum, gemeinsamer Währungsraum, dann muss man eher schauen, wie man es schafft, eben wirtschaftliche Ungleichgewichte abzubauen, weil ja am Ende man auch eine Form von Ausgleich braucht. Ja? Also das, was immer bösartig dann als Transferunion beschrieben wurde, aber ich glaube, dass es einen solchen Ausgleich braucht, zumal wenn man einfach eine gemeinsame Währung hat. Ja? Also ich meine, die D-Mark hätte auch nicht funktioniert, wenn es zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern keinen Ausgleich gegeben hätte. Also nicht nur der Finanzausgleich, sondern eben auch der große Ausgleich, den man natürlich auch über die Sozialversicherungssysteme hat. Also von daher sehe ich das Problem eben jetzt eher auf der, wie gesagt, anderen Seite. Ja, okay. Also eine weitere Frage, zumindest im Zusammenhang mit dem Thema sozusagen internationale Perspektive, wurde noch gestellt, wie Sie denn das Thema ganz aktuell Russland und Nord Stream 2 einordnen. Sollte das zugelassen werden oder nicht? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Wie stehen Sie dazu? Das ist ein schwieriges Thema, will ich auch zugeben, weil ich weil ich wirklich wichtig finde, zwei Dinge zu trennen. Also ich war Nord Stream 2 gegenüber immer kritisch. Nicht, weil das aus Russland kommt, sondern weil es Erdgas ist. Und weil ich der Meinung bin, wenn wir sagen, wir müssen 100% erneuerbare Energien und da müssen wir hinkommen bis 2035, bis 2040 spätestens müssen wir da hinkommen, dass wir 100% erneuerbare Energien haben, was nicht heißt, dass man bis dahin nicht nur Erdgas braucht, dann ist schon die Frage, ob man noch solche riesigen Investitionen, die sich ja auch erstmal noch, die ja auch eine gewisse Art der Energie zementieren, ja, über Jahre hinweg, ja, so wie ich es immer Quatsch fand, nochmal neue Kohlekraftwerke zu bauen, ja, da kann man zwar sagen, die sind dann irgendwie in der Bilanz besser als die alten Kohlekraftwerke, ja schön, aber die müssen ja 40 Jahre laufen, damit sich das überhaupt irgendwie rentiert. Und deswegen bin ich aus einer energiepolitischen Perspektive heraus, aber wie gesagt, da wäre es mir jetzt egal, ob Nord Stream, also ob das jetzt aus Norwegen oder aus Russland kommt, also aus energiepolitischer Perspektive war ich da immer sehr skeptisch, dass man das braucht, dass das sinnvoll ist und weil ich eher der Meinung war, dass das uns bei der Energiewende nicht hilft, sondern eher eine Technologie, die wir auch überwinden müssen, auch wenn Gas natürlich deutlich besser ist als Kohle, dass das energiepolitisch falsch ist. Das, gut, jetzt ist das Ding so gut wie fertig. Die andere Debatte, die ja da dran hängt, was jetzt die außenpolitische und die geostrategische Bedeutung angeht, da sage ich jetzt mal so, also ich meine, wenn wir den Maßstab anlegen bei anderen Energielieferanten, ja, also wo kommt Mineralöl her, aus welchen Ländern? Also wenn man die Maßstäbe dann anlegt, Deutschland bekommt auch, reden wir auch über unter anderem Libyen und Saudi-Arabien, also den Maßstab da anzulegen, dann müsste man auch über ganz andere Bereiche reden. Deswegen würde ich sagen, ich bin skeptisch aus einer klimapolitischen, energiepolitischen Perspektive, aber ich glaube nicht, dass das jetzt außenpolitisch, dass man es stoppen sollte, weil es aus Russland kommt. Ja. Vielen Dank. Dann vielleicht noch eine andere Frage zu der Tatsache, dass Sie ja immer wieder auch in der Diskussion und vorhin im Vortrag mal gesagt haben, dass Sie nicht ganz einverstanden waren mit politischen Entscheidungen. Ich nehme noch mal etwas aus der letzten Woche. Da hat Frau Beer mehrfach formuliert, dass es regelrechtes Politikversagen bei vielen Dingen gab. Würden Sie das auch so sehen? Also ist, sagen wir mal, im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung, die wir haben, sind da Auswüchse, ich formuliere es mal so, auch Politikversagen, oder ist das alles inhärent, also die Politik macht das, was sie soll, nämlich entsprechende Rahmen vorzugeben, geht vielleicht manchmal nicht weit genug aus Ihrer Sicht, aber ansonsten ist das wirklich ein Problem des Marktes. Wie würden Sie das einordnen? Ja, das geht ja Hand in Hand. Also natürlich ist es auch ein Politikversagen. Also das Politikversagen besteht ja auch in Teilen eben dem Marktfelder überlassen zu haben, wo er es eben nicht regelt. Aber ich meine, natürlich, wenn wir uns die Lage jetzt auf irgendwie den Wohnungsmärkten anschauen, natürlich ist das ein Politikversagen, klar. Also ich meine, dass sich die Zahl der Sozialwohnungen mehr als halbiert hat, dass die Mieten immer weiter steigen. Also da und einfach überhaupt nicht gegengesteuert wird, ist natürlich Ergebnis eines politischen Versagens.
oder eben auch den Pflegenotstand, den wir erleben, oder auch Profana. Ich meine, wir sind jetzt dann 2 Jahren Pandemie. Also das ist immer noch nicht möglich, also dass es immer noch keine Luftfilter in jedem Klassenraum gibt. Also ich meine, das ist ja jetzt nur keine Raketenwissenschaft, Luftfilter in Klassenräume einzubauen. Ich meine, in den Staatskanzleien geht es doch auch. Ja. Da sitzen jetzt Schülerinnen und Schüler irgendwie und frieren, damit da regelmäßig gelüftet werden kann. Also an ganz, ganz vielen Stellen, ja, natürlich haben wir da auch ein Politikversagen, absolut. Ja. Und das sehen wir ja jetzt auch gerade wirklich in vielen Bereichen einfach der Corona-Krise, auch die Auswüchse dieses Politikversagens oder eben natürlich die Klimaschutz ist ja natürlich auch, ich meine, hat die EU noch Erdgas und Atomkraft in die Taxonomie aufgenommen, ja, und damit gesagt, das ist nachhaltig, also die Klassifizierung der Nachhaltigkeit gegeben. Also gerade auch im Bereich des Klimaschutzes, natürlich haben wir es da mit einem absoluten Politikversagen zu tun. Also das würde ich, also ich meine, dass die Klimaerwärmung, das ist ja jetzt keine Erkenntnis, die neu ist, aber es hat überhaupt erst die Fridays for Future-Bewegung gegeben und wirklich die weltweiten Klimabewegungen, um das Thema wieder auf die Tagesordnung so richtig zu setzen. Und es passiert aber einfach viel zu wenig. Klar. Und deswegen sehe ich das an ganz vielen Stellen natürlich eine Form von Politikversagen. Ja. Jetzt mit Bezug auf das Thema Wirtschaft, kann das daran liegen, dass, wie manchmal formuliert wird, zu wenig Wirtschaftssachverstand in der Politik ist? Oder woran würden Sie das festmachen? Also Friedrich Merz hat nicht gefehlt in den letzten Jahren, finde ich, der sich das ja mal so ganz gerne so ans Revier heftet, der wirtschaftliche Sachverstand. Naja, was heißt wirtschaftlicher Sachverstand? Also das, ich finde, die entscheidende Frage ist wirklich, von welchen Prämissen geht man aus? Also das ist für mich die entscheidende Frage. Also eben ist man der Meinung, dass man Wirtschaft nachhaltig sein muss, dass Wirtschaft sich natürlich auch sehr stark an den Interessen der Beschäftigten orientieren muss. Das heißt, dass wir gute Löhne brauchen, gute Arbeitsbedingungen, unbefristete Verträge, ja, all das. Und sollen wir Wirtschaft eben darauf sollen die wirtschaftspolitischen Leitplanken, die gesetzt sein, eben darauf ausgerichtet sein, dass Wirtschaft möglichst den Bedürfnissen des gesamten Volkes, wie es ja in der Hessischen Verfassung heißt, dient. Das ist, finde ich, eine Frage von Prämissen, ob das dann Sachverstand ist ja nichts völlig Neutrales. Also natürlich muss man sich auch irgendwie mit Sachen auskennen, aber ich finde wirklich die entscheidende Frage ist, in welche Richtung will man gehen? Ja? Und wenn man sich da eben anschaut, dass Menschen wirklich sich von Vertrag zu Vertrag hangeln und mit ihrem Gehalt kaum über die Runde kommen, dann würde ich sagen, muss man natürlich auch dort ansetzen. Aber es ist ja nicht fehlender Sachverstand zum Beispiel, dass man eben die Leiharbeit liberalisiert hat, die Werkverträge, dass man die sachgrundlose Befristung bis jetzt immer noch nicht untersagt oder abgeschafft hat. Das ist ja nicht fehlender Sachverstand, ja, sondern das ist einfach eine falsche politische Ausrichtung, würde ich sagen. Ja. Ja. Also eine Ausrichtung, ja. Okay, prima. Vielleicht dann tatsächlich nochmal so mit auch so eine Art Zusammenfassung des Abends, wenn wir mit Blick auf den Titel Wirtschaft neu denken überlegen, was wären denn Ihre 3 ganz konkreten Maßnahmen oder Dinge, wo Sie sagen würden, das würde ich jetzt sozusagen neu denken oder voranbringen wollen und dann würde sich tatsächlich etwas sozusagen zum Guten hinwenden oder verbessern. Was wäre das? 3 Dinge, Wirtschaft neu denken. Ja, ich glaube, dass die zentralste, also oder die entscheidendste Aufgabe, die wir in den nächsten Jahren haben, wirklich ist, unsere Art des Wirtschaftens und die Industrie nachhaltig zu machen. Also diese ganze Frage wirklich von sozial-ökologischer Transformation ist die entscheidende Aufgabe für die nächsten Jahre. Und dabei muss man sowohl berücksichtigen, dass es nachhaltig ist, als auch natürlich die Arbeitsplätze im Blick haben und die Interessen der Beschäftigten. Aber ich glaube, das ist der absolut zentrale Punkt. Also was passiert mit den Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie? Was passiert im Bereich der gesamten chemischen Industrie? Wie kann man die
wie kann man Verkehr anders organisieren? Also diese ganzen Fragen, glaube ich, werden die sind die absolut entscheidenden Fragen, wirtschaftspolitischen Fragen in den nächsten Jahren. Dann habe ich glaube ich, wirklich die öffentliche Daseinsvorsorge zu stärken, ist ein wichtiger Punkt. Und dann finde ich auch wirklich, dass wir die Rechte der Beschäftigten wieder zu stärken. Das heißt also wirklich da Verschlechterungen umzukehren und Verbesserungen durchzusetzen. Also dass die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen zu erleichtern. Die Leiharbeit zurückzudrängen, also eben auch wirklich, dass Menschen in sicheren Arbeitsverhältnissen sind und zu Löhnen, von denen sie leben können und wo sie keine Angst vor der Altersarmut haben müssen. Also ich finde, das ist, also was bringt, also Wirtschaft muss den Menschen dienen, also das bringt ja nichts, wenn Menschen wenn Menschen irgendwie von ihrem Job nicht leben können, ne? Und es gibt ja immer mehr Menschen, die halt dazu gezwungen sind, halt irgendwie auch einen zweiten oder einen dritten Job zu machen, ja, um irgendwie überhaupt über die Runden zu kommen. Deswegen finde ich, das ist das Entscheidende. Also wenn man die Stärke der Wirtschaft misst sich daran irgendwie, ob möglichst viele Menschen gut leben können und dann eben nicht nur ein winzig kleiner Teil sehr, sehr gut leben kann und viele irgendwie jeden Tag arbeiten 8 Stunden lang und oder auch 10 Stunden lang und eigentlich kaum über die Runden kommen und einfach auch zumindest so überhaupt, wo jeder Urlaub oder ein Abendessen gehen, sich dann irgendwie schon zusammengespart werden muss, sondern wo eben Menschen vernünftig von ihrer Arbeit leben können. Also deswegen dieses von Arbeit muss man leben können, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ja, vielen Dank. Und dann bleibt mir tatsächlich nur vielen Dank auch für die spannende Diskussion, Frau Wissler. Ich hoffe, Sie dort an Ihren Bildschirmen haben das ebenfalls entsprechend spannend gefunden. Insofern vielen Dank für die Fragen und natürlich die herzliche Einladung für die nächste Woche. Da haben wir, wie Sie ja wissen, Herrn Professor Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln bei uns. Und er wird dann über Perspektiven der Marktwirtschaft referieren, Freiheit in der Wohlstandskrise. Seien Sie gespannt, kommen Sie wieder zu uns und ansonsten bis dahin bleiben Sie gesund und eine schöne Woche. Und nochmals vielen Dank, Frau Wissler. Einen schönen Abend. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Also wir können Frau